Währenddessen erkunden andere die neueste Attraktion der Kreuzfahrtindustrie. Mitten auf dem 1,3 Milliarden Dollar teuren Riesenpott liegt der Central Park. Drumherum Geschäfte, Restaurants und sogar eine Galerie. Thomas Jäger aus dem pfälzischen Frankenthal ist zum ersten Mal auf Kreuzfahrt. Carola Kurzweil, seine neue Liebe, war schon oft auf hoher See. Um den Park mit 56 echten Bäumen und über 12.000 Pflanzen kümmern sich vier Gärtner. Sie sind hier für die Gartenarbeit zuständig. Mit Irina aus Estland gibt es offenbar Verständigungsschwierigkeiten. Sie machen hier Ihre tägliche Arbeit? Ich pflanze ein, sagt sie auf Englisch. Einpflanzen, Unkraut jäten. Orchids. Nein, Orchideen sind das. Immerhin, 20 Meter breit ist der Central Park. Hier locken vier Spezialitätenrestaurants. Allerdings müssen die Gäste pro Menü 10 Dollar zuzahlen. Die Mahlzeiten in den Speisesälen sind dagegen inklusive. Ebenso der Kaffee hier. Ja. Okay, aber so ein Park, das ist mal eine Idee, die ist ganz toll. Mal was ganz Neues. Wenn mich jetzt jemand herverfrachtet hätte, hergebeamt hätte, ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich jetzt auf dem Schiff bin. Also, das ist gigantisch, muss ich schon sagen. Für die Abfahrt will sich das Paar aus der Pfalz einen optimalen Aussichtspunkt suchen. Mit so viel Wind haben sie nicht gerechnet. Auf dem Deck treffen sie die Kreuzfahrtneulinge aus Brandenburg. Das wird schon klar. Habt ihr schon mal Tour gemacht? Ich nicht, aber er. Ja. Auch Karibik, auch zum Privatstrand, Nassau war ich schon gewesen. Leinen los. Diese Karibik-Kreuzfahrt fängt ja mit einer ordentlichen Überraschung an. Vom Sonnenstaat Florida haben sie mehr erwartet. Thomas Jäger trägt's mit Fassung. Kaiserwelle. Ja. Von einmal von Miami los und dann so ein Wetter. Aber das gibt's ja nicht. Die beiden Pfälzer Thomas und Carola fragen sich, wie weit das Schiff schon gekommen ist. Zu erkennen ist das nicht. Nur Meer, blaues Meer, Wellen. Das ist einfach weg vom Alltag. Ja, man kann einfach mal richtig abschalten und kann das Ganze hier einfach genießen. Wo ich einfach sage, das ist wie ein Traum. Also, ne, mein Traum ist nicht sein Leben, sondern man kann wirklich seine Träume leben hier. Das ist einfach Wahnsinn. Für den Balkon zahlen sie 3.000 Euro. Die Innenkabine gäbe es für die Hälfte. So eine Innenkabine ist auch schon was Tolles, aber wenn man morgens aufwacht und man sieht, dass Tag ist und abends die Sonne untergehen, ist schon was anderes. Ist schön. Mittlerweile braten draußen schon die ersten Sonnenanbeter. Knapp 5.000 Passagiere sind auf dieser Reise dabei. Bei insgesamt 21 Swimmingpools und Whirlpools verteilen sich auch 5.000 Passagiere über das ganze Schiff. So findet jeder seinen Platz. Ein ausgeklügeltes Konzept. Für die vielen Kinder an Bord gibt es eine eigene Poollandschaft. Wenn man will, sogar mit Betreuung. Wer das Abenteuer sucht wie Thomas Jäger, der geht aufs Sportdeck. Der Bankangestellte will es heute wagen und surfen lernen. Die Zuschauer haben gut lachen. Jetzt wird es da langsam ernst. Jetzt ist Schluss mit lustig. Doch vorher wird noch sein Bordausweis eingescannt. Die Reederei schließt jede Haftung aus. Solange Thomas gehalten wird, geht es ja. Stolz wirkt er trotzdem. Super Feeling. Gut ab, Thomas. Gut ab. Sieht schon toll aus, aber ein bisschen Respekt habe ich schon davor. Thomas Jäger will den Nervenkitzel selbst erleben. Doch der Sicherheitsgurt passt nicht. Er braucht XL, wird ihm unmissverständlich erklärt. Jetzt wagt sich seine Carola zuerst über die Schlucht. Alles gut gegangen. Thomas ist stolz auf sie. Eigentlich war es viel zu schnell vorbei, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt.
hat und merkt hat, dass man eigentlich kein Boden oder hat und hochgeguckt, einmal runter, einmal hoch und da waren wir schon am Ende. Das war eigentlich zu schnell vorbei. Ein mulmiges Gefühl, oder? Nee, eigentlich ein schönes. Ja, schönes. Ja, doch. Thomas geht der Rhythmus ins Blut. Kein Wunder. St. Thomas heißt die Insel. Krank. Wenig später haben sie das Tauchparadies vor St. Thomas erreicht. Thomas Jäger ist mutig wie immer. Dann der Schock. Kein Boden unter den Füßen. Das ist die Landratte nicht gewohnt. Schnell zurück zur Leiter. Die Neugier siegt schließlich doch. Er riskiert einen Blick. Es war ein schöner Anblick hier drunter, aber irgendwo nicht so meine Welt. Was tut? Zurück auf dem Schiff. Was liegt da nach einem heißen Tag in der Karibik näher als eine Runde Eislaufen? Die Gastronomen aus Brandenburg machen auf Schlittschuhen eine ziemlich gute Figur. Vermutlich ist ihr Senftenberger See daheim öfter mal zugefroren. Thomas dagegen muss noch etwas üben. Doch er ist auch diesmal mit sich zufrieden. War super, war ein tolles Gefühl, nach ca. 25 Jahren wieder auf Schlittschuh zu stehen. Also ich war überrascht über meine Fähigkeiten, die ich noch habe. Schnorcheln, Eislaufen, die... Währenddessen wollen Thomas und Carola möglichst viel ausprobieren. Ich lade dich gerne ein, ist doch kein Problem nicht. Diese Einladung kommt Thomas günstig. Das Karussellfahren ist umsonst. Und auch die Bewohner der anliegenden Balkonkabinen bekommen den Rummel gratis. Den lieben langen Tag. Zum Schluss wird sogar eine Überraschung daraus. Plötzlich hören alle Kellner mit dem Servieren auf. Thomas Jäger muss irgendetwas missverstanden haben und schließt sich an. Das ist doch keine Polonaise.